aber auch nichts bewirkt, Leute. Ich schau mal jetzt gleich nach, weil... Was soll ich machen? Ich weiß ja nicht, was. Und sonst hat einem das Spiel ja immer... Ja, gesagt, wo man hin muss. Man kommt hier auch nirgendwo rein. Library, ja, da kommen wir nicht rein. Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwo einen anderen... Oh, ich sollte aufhören, die Kamera gleichzeitig zu drehen, wenn ich laufe. Vor allem in die falsche Richtung. Ich hoffe, dass das kein Bug ist und dass uns eigentlich der Pfeil woanders hin zeigen sollte und dass hier irgendwie ein Fehler ist. Oder dass wir eigentlich hätten damit jetzt... Vergesst, was ich sagte. Vergesst einfach, was ich sagte. Ich habe den Weg gefunden. Einfach nur doof von mir. Einfach nur doof. Ich dachte, wir sind durch das andere Tor gekommen. Okay. Jetzt geht's los. We're going to save the world. And we're going to save Elena. We're going to the moon. Einfach nur rumschauen, anstatt... Ja, ja, Mario. Und los geht's. Just plunge it in. Yes, sir. Nothing lives in this place. Only this foul smell. It is still inactive. The revival of Velma has not yet begun. Don't give a damn. Need to get Elena back now. Könnte ich nicht wenigstens noch eine vierte Person kriegen? Ich... Da kommen wir nicht lang. Kommen wir also nur hier lang. Wir sind also echt auf dem Mond, auf einem Velma-Mond. Hier scheint aber auch nichts. Da kommen wir auch nicht lang. Nix groß zu sein. Der Planet sieht echt nicht normal aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Velma selbst der Mond ist und so oder so. Und dass ein toter Körper, also ein richtig toter Körper ist. Okay. Auf geht's in Velma Mond 1. Ui, reinhüpfen. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein... Ich speichere einfach nochmal, auch wenn es mir eh nichts, wie gesagt, bringt für das Let's Play. Weil wenn der Let's Play abstürzt, muss ich eh nochmal von vorne beginnen für diesen Part. Deswegen, ja. Egal. Jetzt kommen wir doch bestimmt gleich Monster, oder? Oder es geht hier nicht weiter? Ich war's übersehen? Achso, ja. Ja, ja, wenn man nicht richtig dreht, sieht man das mal leicht. So, hier, guck mal. Irgendwelche Stränge durchschneiden. Oh, Monster, Monster, Monster. Kann man Dämonen... Ich probiere es einfach mal, ob die sich wegflammen lassen. Ne, Flammen sind nicht so geile. Boden vielleicht. Also probiere ich jetzt nicht mit Merrick aus. Merrick hat einfach mal drauf. Und... Blüte auch. So... Dann probieren wir natürlich mal Wind. Silver. Wind ist immerhin heilig und so. Hat doch ganz gut Schaden gemacht.
armer Marek. Das benutze ich extra für den Lotus Flower. Habe ich gerade Pankreas gelesen? Nee, ich muss mich gehört haben. Oh, 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 das war knapp. Was ist da? Ach, da ist die Truhe, okay. Lion Harp, Lion Boots, Leon Rex Battle Axe. Die Leon Rex Battle Axe will ich haben. Boah, cool. Hier war jetzt nichts. War jetzt hier noch was? Paladin Harp. Irgendwo war ach, die Lion Boots. Die macht mich zwar stärker, aber ich verliere Schaden. Das kann ich nicht mit hinnehmen. Aber ich kann die vielleicht. Nee. Tio vielleicht. Ja, gebe ich sie Tio. So. Warte mal, Harp? Was ist denn die Harfe? War das ein Gegenstand? Line Harp. Resource SP. Might Break. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, weiter geht's. Ich glaube, wir werden hier noch viel Spaß haben. Ich habe mir jetzt geschworen, ich nehme jetzt einfach komplett auf, bis wir das durchhaben, beziehungsweise bis halt Pope Zero besiegt ist, außer wir verkacken jetzt 100.000 Mal bei dem, dann natürlich nicht. Probier trotzdem mal auf die schon mal Zap, ob das mehr Schaden macht. Oder ob Wind ihre Schwäche ist. Mit 1000 ist super, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, naja, cool. Scheinbar ist es Elektrizität. Oder der Zauber macht einfach mehr Schaden, weil ich den Bonus drauf habe. Panacea, okay. Panacea? Yay. So, was ist das hier? Egal, es wabert auf jeden Fall, das ist eklig. Es gibt zwei Eingänge. Ah, hier gibt's Geld. Aber wirklich, der ganze Mond sieht aus wie ein Lebewesen. Ja, schau mal, jetzt müssen wir erstmal den hier ein bisschen einheizen. Aber das ist ja nicht das Problem. Eigentlich hätte ich ja mal Zap All zeigen können, ob das anders aussieht. Das weiß ich jetzt selber gar nicht. Wenn noch mal Gegner kommen. Benutze ich das einfach mal, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Da ist noch ein Potion of Azure, das war glaube ich zur Wiederbelebung. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar davon. So, durchgeschnippelt. Und da sind die, die ich nicht schön fand. Probier gleich einfach mal Zap. Sonst ist es Feuer, weil Untote verbrennt man. Ist einfach so. Okay, das ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Evil Maneuver, okay.
Überleg bloß gerade. Ah, komm hier, Beast Fang Cut und fertig. Four Stone. Von wo kommen wir jetzt? Ich weiß nicht, ich geh einfach mal. Okay. So, jetzt zeige ich euch mal Zap-All. Mal schauen, ob der anders aussieht. Ach, der ist das. Yay, Salamander Tails. Schauen wir doch gleich mal, was die können, so. Und ja, komm, immer drücken. Ich würde mal behaupten, vom Symbol her sah es aus wie hier hinten. Ja, genau. Level 10 Fire Resistance. 20 Attack, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in die richtige Richtung gehen. Ja. Ja, da ist ein Band, was ich noch nicht. Kamera in die falsche Richtung drehen, das ist ein bisschen doof. Und hier ist Gold, das nehmen wir natürlich auch mit. 6000. Ich weiß zwar noch nicht, was wir noch mit dem Gold sollen. Immerhin ist ja, schätze ich mal, gleich bald vorbei. Oder es geht weiter und ich irre mich, das kann ja auch alles sein. Das ist dann halt. Wow, das geht's weit. Da! Ah. Hallo, ihr Monster. Ja, ich will eigentlich gar nicht erst groß. Wo ist der Erste? Da ist der Erste. So, gar nicht groß erst einmal sparen. Und euch einfach weg. Burn. So, ich spare mal Mana und hau jetzt da Lotus Flower rein und Rudo macht jetzt den Rest. Hihihi. Das geht nämlich auch. Ich kann mal nachschauen, was Panacea kann. Da. Cures all status disorders. Das ist natürlich auch toll. Aber wenn wir davon so viele. Oh, das ist ein Gegenstand. Wenn wir davon so viele kriegen. Okay, da geht's weiter. Das heißt, hier oben mit den Monstern gibt's noch einen Gegenstand. Ach, ich Idiot. Warum lasse ich mich dann erwischen? Das heißt, wir kriegen jetzt erstmal voll auf die Fresse. Ah, ne, wenigstens keine Zauber. Probier's erst gar nicht. Zack. Tot. Keine Chance gegen uns. Und den mache ich jetzt so platt. Komm hier. Das wird ein Kopf an Kopf rennen. Oh, du bist schneller. Seed of Psych. Die benutzen. Mal jetzt auch mal. Puffnut. A fuzzy nut, not edible. Okay. Kriegt einfach mal Tio. Da. So. Und da runter wollte ich. Ich greife ihn nämlich jetzt gleich an. So. Ich wollte zwar anfangen eigentlich, aber man kann ja nicht alles haben. Na, will ich wirklich zaubern? Vor allem, weil ich den nicht erwische. Naja, egal. Sicher ist sicher. Ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwann bald auf einen Dings treffen.
auf dem Speicherpunkt. Och, warum holt man bei einem Counterschlag so weit aus? Also echt, da kann man einfach gleich normal angreifen. So, egal. Wie die einfach aus diesen Löchern kommen. Oder dass man was dagegen machen kann, wenn man die Löcher nicht sieht. Da geht's scheinbar weiter. Das heißt, man hätte hier die Monster umgehen können, oder geht's da nicht weiter? Weiß ich jetzt auch nicht. Finden wir aber noch raus. Außerdem wollten wir noch skillen. Oh, das soll ich damit warten. Bis Elena kommt. Nee, mache ich einfach jetzt gleich dann mal. Oh scheiße, es sind ja noch zwei. Ja, jetzt kriegen wir erstmal. Kommt schon, Merrick. Ach. Au. Merrick hat doch einfach alles abgekriegt, hä? Ah gut, er hat ja auch extra das dafür bekommen. So, wir haben nämlich 24.000 Punkte. Das ist einiges. So, erstmal den Dragons... den Lions Roar natürlich. Genau, haben wir hier noch irgendwas? For Item Commands... schon in IP. Wir können eh nichts mehr ausrüsten, aber... ich wusste gar nicht, was ist das hier? Makes Magic Damage Restore MP. Achso, vom Gegner, wenn wir angegriffen werden. Na gut, das ist da nicht so. Was haben wir hier noch? Increase SP Recovery from Damage, wenn man angegriffen wird. Ach Gott, Special Power. Achso, Maximum. Da fällt mir ein, man könnte ja mal. Wo bringt das denn gleich wieder? Da. Das. Fighting Spirit. Dann kann man nämlich immer, wenn er angegriffen wird. Imperial Cavern, so haben wir irgendwie wie viel Schaden hat Merrick bekommen, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben doch so viele Gegenstände. Oh, das halt alle. Na gut. Dann würde ich jetzt aber gerne erstmal nochmal da reinschauen. In der Hoffnung, hier irgendwas zu bekommen. Ne, da jetzt also weiter. Dann kann es hier ja nicht weitergehen. Logisches Ausschlussverfahren. Achso, wir müssen auf beide Seiten um. Okay. Na gut, vergesst, was ich sagte. Wir müssen auf beide Seiten. Das heißt, ich hätte das Ding auch drüben aktivieren können. Ja. Egal. Haben wir es halt in der richtigen Reihenfolge aktiviert. Hihi. Und jetzt können wir darüber gehen. Yay. Ja, das dauert doch noch länger, als ich gedacht hätte. Respekt. Spiel. Ich dachte, das große Battle kommt jetzt relativ schnell. Aber ich sag ja, wenn wir es... Moon sieht aus wie ein Lebewesen statt wie ein Mond. Oh. Okay.
Hier gibt's Gold. Nehmen wir natürlich alles noch mit. Aber egal, egal wie lange das jetzt noch dauert. Ich nehm's mit. Kann natürlich sein, dass ich mal nach einer Stunde sag, ich mache jetzt mal einen kurzen Schnitt. Aber, das nur, damit mir die Aufnahme halt sicherheitshalber nicht abkackt. Sag ich mal.